Mein Thema ist ja auch eine der schlimmsten Long-Covid-Phänomene. Und nicht nur Herr Professor Dr. Karl Lauterbach ist also ein Long-Covid-Phänomen. Nicht nur er bläst also die Backen auf und schlägt auf die Panik-Trompete und bläst also die Tuba der Angst. Nein, es gibt leider Gottes auch ein Team Lauterbach, besonders bei den Gesundheitsministern, wie sie heute getagt haben. Er steht nicht allein auf weiter Flur. Genauso starke, panische, angstgetriebene, machtbewusste Töne stimmen beispielsweise die Gesundheitsminister von Baden-Württemberg und von Bayern an, ein Grünen-Politiker und ein CSU-Politiker. Es gibt neue Vorschläge auf dem Tisch von Bayern, von Baden-Württemberg, von Hessen, vielleicht auch von Thüringen. Zum einen, der Instrumentenkasten soll nachgeschärft werden. Da denke ich immer an Al Capone. Der macht dann den Koffer auf, man denkt, da sei ein Cello drin und es kommt das Maschinengewehr zum Vorschein. Also der Instrumentenkasten ist eher ein Folterkasten. 2G soll wieder drin sein, 3G, Maskentragepflicht, Abstandsgebote, Versammlungsverbote etc. Das will man alles schaffen und zwar schon am 1.7., also am gleichen Tag, an dem die Evaluation erst vorliegen will. Das heißt, man arbeitet schon vor, ohne die Evaluation zu kennen und sogar der alte Gassenhauer kommt aus der Geisterbahn zurück, her mit der Impfpflicht ab 60. Am gleichen Tag, also an dem Österreich die allgemeine Impfpflicht abschafft, erklären uns einige Gesundheitsminister im schönen Sachsen-Anhalt, wir müssen noch mal neu nachdenken über die Gesundheitspflicht, über die Impfpflicht ab 60, die krachend gescheitert ist. Herr Habeck hat heute einen schönen Satz gesagt. Er hat ja gesagt, wir kommen später noch auf ihn zu sprechen, es sei ja ganz, ganz schlimm, dass er nun die Kohleverstromung wieder aufnehmen müsse. Es ginge allerdings nicht anders und er sagte, das sei elend, aber notwendig. Für die deutsche Corona-Politik gilt nur die Hälfte dieser Aussage, sie ist elend, aber komplett unnötig. Ja, Frau Schimke, die Union hat ja, was die Corona-Politik zurückblickend betrachtet, auch einiges mitgemacht oder auch selbst gemacht, muss man sagen. Damals war es der Regierungspartei. Hat sich der Kurs denn jetzt innerhalb der Partei auch verändert? Wissen Sie, ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Parteien, weil es ist eher ein Unterschied zwischen Menschen. Sie haben in allen Parteien die Fraktion Angst oder Vorsicht, wenn Sie es so nennen wollen. Und Sie haben auch in allen Parteien Leute, die das komplett ablehnen oder sich in irgendeiner Weise damit schwer tun. Weil es ist eine ganz menschliche, eine ganz persönliche Frage, um die es geht. Und deswegen kann ich da sozusagen keinen Unterschied zwischen den was Parteien erkennen. Was bei der Union? Was die Vernunft überwiegt bei der Union, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja damals mit unserem Antrag reingegangen, ein Impfregister einzuführen. Ich habe im Übrigen auch damals diesen abgelehnt, weil ich habe mich dem Kubicki-Antrag angeschlossen. Für mich war nichts dergleichen mehr akzeptabel. Waren Sie für die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, weil ich habe heute auch die Pflegerinnen und Pfleger bei mir im Büro zu sitzen, die ungeimpft sind und in Gefahr laufen, jetzt ihren Job zu verlieren. Und das halte ich hochgradig unverantwortlich, weil wir nicht den Beleg dafür haben, dass eine ungeimpfte Pflegekraft für andere eine größere Gefahr sein soll. Waren Sie enttäuscht, dass so wenige dagegen gestimmt haben und die einrichtungsbezogene Impfpflicht so leicht eigentlich durchgewunken wurde? Wissen Sie, ich bin in solchen schwierigen Situationen immer insofern enttäuscht, als dass ich weiß, dass viele meiner Kollegen auch gerne ihre Meinung so deutlich kundtun würden, es sich aber nicht getrauen, ihnen dafür der Mut fehlt. Das ist ja furchtbar. Aber stellen Sie sich die politische Lage in diesem Land vor. Bei den Grünen ist das Tragen einer Maske bis heute noch eine Art Religion. Ja, das hat nichts mehr mit dem Virus oder mit einer persönlichen Gesundheitsgefahr zu tun. Ja, so erlebe ich das auch im Parlament, im Deutschen Bundestag. Und das macht etwas mit Menschen. Es macht eben noch viel mehr. Also diesen einen Satz, einen Gedanken vielleicht, dann macht er auch noch viel mehr mit den Leuten, die sich diese ganze Debatte, diese quälende Debatte jetzt wieder antun müssen. Und das kommt ja noch on top zu den anderen Krisen, die wir haben. Wir haben Energiekrise, wir haben Ukraine-Krieg und jetzt stellen sich Gesundheitsminister aller Länder hin und sagen, liebe Bürger, ich warne euch schon mal vor, wir haben noch mal eine große Debatte demnächst über allgemeine Impfpflicht. Ab 60, vielleicht kommt die auch. Wir werden uns noch mal die Köpfe einschlagen. 2G, 3G, 0G, gar nichts. Im Herbst. Das heißt, das Band, das die Bürger mit dem Staat verbindet, wird immer dünner. Es droht zu reißen. Und Lauterbach will ja auch weiterhin auf Bürgertests setzen. Das ist ja auch noch eine der Maßnahmen. Aber Herr Ried, wenn man hier so hört, Bürgertest, Bürger, repräsentiert denn die Politik noch die Bürger? In meinen Augen leider nicht mehr in der Art und Weise. Mir geht auch die Meinungsvielfalt völlig unter. Es macht mich total fertig. Was müssen die Politiker tun, damit sie sich besser repräsentieren? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich irgendwo ein klein bisschen Demokratie-Reformation. Eventuell. Sowas in der Richtung, wo ich sage, weil das ist so ausgerichtet auf,
auf uns Deutsche Weise, wo man sich ja fast gar nicht mehr wehren kann. Was ist denn da los? Also ich kann nicht mehr in Urlaub fahren, ich muss mich hier völlig einschränken. Also ich habe Fragen. Mhm. Sie haben ja auf eine unserer Sendungen reagiert, deswegen sitzen Sie heute hier. Aber wie kann die Politik es schaffen konkret? Wenn Sie jetzt Politiker wären, was würden Sie tun? Was möchten Sie den Politikern gerne sagen? Ihr habt größtenteils völlig den Faden und Bezug zu den Leuten verloren. Meine Meinung. Es tut richtig weh. Also wo ich sage, was das Leben kostet, ein Unternehmer, ein Mittelstand oder so, wo ich sage, man weiß es ja. Was hat es letztes Jahr gekostet? Was hat es vorletztes Jahr gekostet? Was hatte man für Einschränkungen? Herr Scholz wusste nicht, wie viel Butter kostet hier bei uns. Das wundert mich auch nicht. Der wusste auch nicht, wie viel der Sprit kostet. Nee, das wusste ja, er auch nicht. Was ist das für eine Aussage? Was ist das für ein Oberhaupt? Grauenvoll. Man muss natürlich, ich mache jetzt schon lange Politik im Deutschen Bundestag, und man muss schon sagen, je höher Sie in der politischen Laufbahn steigen, Sie gehen ins Kabinett, Sie werden Minister oder was auch immer, desto schwieriger wird es tatsächlich auch, den Bezug zur Realität zu bewahren. Und das war etwas, was mir persönlich von Beginn an absolut wichtig war. Und dafür muss man manchmal richtig arbeiten, weil Sie haben einige Privilegien. Sie können mit der Limousine durch die Bundeshauptstadt fahren, ja, und so weiter. Und überall, wo Sie hinkommen, wird Ihnen der rote Teppich ausgerollt. Ja. Es ist nicht so, dass Sie in eine Schule kommen oder in eine Kita und sofort die Leute oder in ein Unternehmen und die Leute Ihnen sofort sagen, bam, bam, bam. Und das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen. Und das finde ich ja überhaupt nicht in Ordnung. Nein, nein. Ihr werdet hofiert. Man wird hofiert. Es wird ein wunderbares Bild gezeichnet. Und ich muss richtig daran arbeiten, dass man mal die Wahrheit gesagt bekommt. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch absolut in Ordnung, weil die Menschen haben natürlich Respekt. Das ist gut so. Aber wir als Politiker müssen den Menschen sagen, seid ehrlich zu uns. Ja, aber Ihre Geschichte war es gut. Aber Sie haben im zweiten Teil angefangen. Weil Sie haben so getan, als hätten die Politiker, bevor sie Politiker wurden, praktische Erfahrung gesammelt. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man den Bundestag mal anschauen, der größte Teil der Politiker im Bundestag ist von Leuten, die haben in der freien Wirtschaft gearbeitet. Wenn sie mal gearbeitet haben, sind in Parteien gearbeitet oder in irgendwelchen parteinahen Organisationen. Das ist Karriere. Wir haben also eine Politikerkarriere. Und das sind Menschen, die haben nicht erst, als die Minister waren, keinen Bezug mehr zur Realität. Die haben schon vorher keinen Bezug mehr zur Realität. Weil sie eben, ganz ehrlich, wenn sie anfangen zu arbeiten und haben die Lohnabrechnung und sie sehen mal die Abzüge und sehen, was sie dafür machen müssen, was ganz anderes, als wenn sie vom Studium, was weiß ich, Politologie, Geisteswissenschaften, direkt ins Parlament. Keine Vorurteile gegen Geisteswissenschaften. Nein, ich weiß nicht. Nein, keine Vorurteile gegen Politologie? Auch nicht. Ich habe gegen alle Vorurteile. Es gibt auch Ingenieure, ich bin Kaufmann, die tauchen auch nichts. Ich will es nicht missverstehen. Aber es ist halt so, ich habe einmal geschrieben, am liebsten wäre mir, wenn Leute 5 Jahre erstmal arbeiten müssten, bevor sie sich überhaupt im Bundestag wählen. Und nicht so lange drin bleiben. Und ich muss noch eins dazu sagen, Sie haben vorhin so neben her gesagt, man traut sich nicht, das zu sagen, und haben schnell auf die Grünen abgelenkt. Ich habe Sie so verstanden, auch in der Unionsfraktion trauen sich Leute nicht, was zu sagen. Klar. Und ganz ehrlich, das Parlament lebt davon, dass man debattiert. Herr Kissler kann man dabei beispringen. Und wenn wir natürlich Parlamentarier haben, die nur noch das sagen, was innerhalb der Fraktionen genehmigt wird zu sagen und entsprechend abstimmen, dann haben wir natürlich ein massives Problem. Und davon abhängig sind, wenn sie es nicht machen, dann kriegen sie nämlich nächstes Mal keinen Listenplatz mehr und sind out of job. Und weil sie nichts gelernt haben, haben die dann ein Problem. Also Sie sagen, wir brauchen fähigere Minister und ausgebildetere Minister. Generell brauchen wir fähigere Politiker. Das geht in eine falsche Richtung. Das ist nur eine halbe Wahrheit. Natürlich ist die Lebenserfahrung entscheidend für die Frage, wie ich mein Mandat ausfülle. Aber es ist auch eine charakterliche Frage. Ich muss doch wissen, warum gehe ich in die Politik. Wenn ich sage, ich gehe in die Politik, um Karriere zu machen, dann bekommen Sie dann Entscheidungen präsentiert, mit denen Sie möglicherweise nicht zufrieden sind. Aber das muss auch jeder für sich selbst wissen, warum er geht. Und Frau Schimke, nehmen wir einmal Emilia Fester. Sie ist 23. Ja. Ich habe sie jetzt hier auch schon öfter als Thema gehabt, von den Grünen, die jüngste Bundestagsabgeordnete. Ich will gar nicht jetzt über die Eignung der Frau reden, weil wir können hier auch gerade nicht zeigen, das wäre böse. Aber finden Sie, mit 23 Jahren sollte man schon Bundestagsabgeordnete sein? Ich würde es Frau Fester persönlich nicht empfehlen, weil ich glaube, wenn man dieses Mandat... Und generell 23 im Bundestag? Naja, man muss einfach wissen, wenn man dieses Mandat richtig ausfüllen will, dann muss man auch einer 80-Jährigen einen Rat geben können. Und dann muss man auch hinter seiner Meinung stehen können. Das habe ich mit 23 hätte ich sicherlich nicht gekonnt. Und ich bin manchmal erstaunt, das sage ich auch ganz ehrlich in dieser Runde, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Hochnäsigkeit Menschen aus dieser Generation im Deutschen Bundestag manchmal... Wie alt waren Sie, opfert ihr hohes Geld? In die CDU eingetreten sind und dann später in den Bundestag gekommen sind? Also ich bin mit Anfang 20 als Studentin in die CDU eingetreten.
angetreten und bin mit 36 Abgeordnete des Bundestages geworden. Auch noch sehr früh, gebe ich ehrlicherweise zu, aber ich habe mich dafür fit gefühlt, ja. Ich muss dazu sagen, ich finde übrigens die Frage falsch mit 23, wenn ich das darf. Mhm. Weil, stellen Sie sich mal vor... Sie waren ja für Erfahrung vorher. Ich war für Erfahrung. Wenn jemand mit 16 Lehre macht und hat ihre Berufsausbildung abgeschlossen und geht dann in die Politik, warum nicht? Dann kann das würde Ihnen reichen, also Lehre, drei Jahre mit Erfahrung. Das ist selbstverständlich. Wir sind Leute mit praktischer Erfahrung viel lieber als Leute mit gar keiner praktischen Erfahrung. Also Alter spielt keine Rolle für Sie? Alter spielt für mich keine Rolle. Also die Erfahrung, nur wenn man eben Erfahrung nicht hat, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und das ist halt, und Sie haben auch gerade gesagt, naja, man muss nicht wegen Karriereabsicht in die Politik gehen. Mal ganz ehrlich, wenn ein Politiker nichts bewegen möchte... Das ist noch schlimmer. Wenn einer keine Karriere machen möchte, ja. Natürlich möchte man in der Politik was bewegen. Wenn wir nichts bewegen wollten, sollten wir in die Politik gehen. Aber ich meine, wir steuern jetzt sehenden Auges auf einen Corona-Winter, Corona-Herbst. Und es wird auch ein Herbst der Debattenmüdigkeit werden. Ein Herbst des Stresses, ein Herbst der Angst um ganz fundamentale Dinge. Ich möchte es nochmal sagen, man nimmt seinen Job einfach nicht ernst. Man überschätzt auch sich, wenn man sagt, ich treibe dieses Land jetzt noch einmal in eine solche heiße, kontroverse Debattenlage, wo wir die anderen schwierigen, existenziellen Krisen schon haben. Wir haben eine andere Virusvariante, das wissen wir. Aber glauben Sie, die Menschen machen es überhaupt noch mit? Das ist meine große Befürchtung, dass immer weniger Menschen es mitmachen werden. Man sieht es ja in Berlin schon, wir haben noch eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. 50%, würde ich mal sagen, gefühlt nach meiner Wahrnehmung, halten sich noch dran. Ich mach's nicht mehr. Das waren vor zwei Wochen noch 100%, würde ich mal sagen, 90%. Sie machen es auch nicht. Eben. Und das wird noch mehr werden. Ja. Also, was werden dann die Gastronomen sagen, wenn Herrn Lauterbach, Herrn Holocek und Manne Lucha, wie er sich nennt, auch so in Infantilität, Manne nennt er sich, heißt Manfred, Manne Lucha, der Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg, sagt, wir machen jetzt aber wieder 2G für Veranstaltungen und Weihnachtsfeiern dürft ihr nicht aber machen. Aber haben Sie Angst, dass die Bürger auf die Barrikaden gehen? Das heißt Angst. Ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Wenn wir eine Gemengelage haben, wo sich mehrere Krisen aufaddieren und zusätzlich wird mir noch der Umgang verboten, werden mir Tests aufgenötigt, werden mir Masken aufgezwungen, werden viele sagen, ihr könnt mir mal den Buckel runterrutschen, ich habe gerade ganz andere Nöte. Und dann haben wir, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Loyalitätsproblem und dann droht dieser Staat, die Treuesten seiner Bürger zu verlieren. Wenn wir die Zeit vielleicht noch haben, ein letzter Satz. Ja, die Situation an unseren Schulen ist dramatisch. Das, was mir Lehrerinnen und Lehrer berichten, mit was für psychischen Beeinträchtigungen wir es inzwischen bei Kindern und Jugendlichen zu tun haben, mit Angststörungen, ja, mit sich dem Lernen verweigern, nicht mehr in der Lage sein, zusammen zu sitzen. Ja, das ist nicht gut, was da angerichtet wurde. Und wenn ich heute noch kleine Kinder, 7-Jährige, 8-Jährige mit einer FFP2-Maske auf dem Schulhof rumlaufen sehe, dann kriege ich keine Luft. Es war neulich in sozialen Medien zu sehen, dass ich hoffe, das war jetzt authentisch, also bitte Faktencheck, falls es nicht stimmt, aber es wirkte sehr authentisch, also ein Jahreskalender als Willkommensgruß einer weiterführenden Schule und da sah man also offizielles Bild von der Schule, sah man zwei Mädchen, die sich mit Maske umarmen und sie hatten auch noch irgendwelche solche Art Gummikleider, um sich wirklich vor dem Virus zu schützen. Also man nötigt es den Leuten schon auf und man versucht es, und das werfe ich Herrn Lauterbach vor allem vor, das zur neuen Normalität zu machen. Er sagte, es müsse Normalität werden, sagt er wörtlich, dass wir alle freiwillig eine Maske in Innenräumen tragen. Also die Normalität besteht darin, dass wir alle dasselbe machen, aber freiwillig. Das ist nicht weit entfernt. Das ist das Solidarische, ja. Ja.